Hallöchen, zurück. Da sind wir auch wieder bei Stranded Deep. Weiter geht das hier. Ein Update kam immer noch nicht raus, zumindest hier an dem Zeitpunkt der Aufnahme. Während wir den schönen roten Arm sehen. Hat er eigentlich Sonnenbrand? Ich weiß es nicht, ob wir uns was reinzwiebeln können. Hier sieht alles gut aus. Morgens ist es. Morgens 9:30, ey. Nicht ganz. Was können wir denn mal machen? Das mache ich mal erstmal. Ist hier noch was drin? Ich weiß nicht, ob da noch was drin ist. Wie nehme ich den eigentlich nochmal ab hier? Hallo. So. Jetzt bin ich hier gefangen. Hallo. Was ist das? Oh, das gibt's doch jetzt nicht. Ich komme nicht mehr weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hallo. Ich kann es doch jetzt nicht abreißen hier, oder was? Oh, das gibt's doch jetzt nicht, ey. Ist doch immer irgendwas. Ich komme hier nicht mehr raus. Ja, was ich drücke, egal was ich mache. Nicht zu Desktop. Muss ich nochmal laden. Was soll man dazu sagen? Irgendwann hat man auch keine Worte mehr. Ist ja gemeingefährlich. Ich glaube, das ist easy going. Bucket, da ist auch nichts mehr drin. Was siehst du? Habe ich mir fast gedacht. Hat das im Urin. Ja, wie schön das hier aussieht. Blub, 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 blub. Es startet die Folge mal wieder anders als geplant. Naja. Was soll es? Wie gesagt, ist man ja gewohnt. Was man gewohnt ist, ist man halt gewohnt, ne? So. Sehe ich das jetzt? Sehe das? Das wird trotzdem nicht so. Ich dachte, das steht da so. So. Damit das weiterläuft hier. So. Wie sieht das denn jetzt aus hier? Wir haben schon wieder ein bisschen Durst, nicht? Ah ne, ich kann ja eine Frucht essen. Hinten ist eine reif. Marcel. Der wird auch nicht besser, der Witz. Ach, nehme ich die. Hier wäre ja irgendwo noch eine gewesen. Das war hier, genau. So, da ist. Ach, da ist auch schon was drin. Zack. Diese Sachen müssen einfach sein. Das Spiel ist mega chillig und zum Spielen und so. Mich wundert immer, dass es so beliebt ist zum Angucken. Aber wahrscheinlich, weil das Spiel so gut ist, relativ ist es auch sehr beliebt. Ich glaube, wir sollten bald mal wieder gießen hier, ne? Wenn es nicht bald regnet. Nicht, dass uns hier alles eingeht. Das wäre natürlich auch nicht gut. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Und wenn es regnet, kann ich den Eimer da eigentlich wieder abnehmen und hier hinstellen. Dann sammeln wir wenigstens Regenwasser. So, aber da wir noch ein bisschen hier sind, wollen wir vielleicht mal ein bisschen weiterbauen. Das haben wir ja so gemacht, soweit. Jetzt bräuchten wir noch eine Tür. Ist eigentlich synchron, ja. Ihr wisst schon,
Wie heißt das? Weiß ich nicht. 3, ah, 5. Symmetrisch wollte ich sagen. Hier müsste dann vielleicht eine Tür hin. Das heißt, das muss ich dann am besten wieder rausreißen. Jetzt kann man also mal sehen, wie ich das rausreiße. Hab ich nicht bedacht, leider. Es sieht auch wunderschön aus und sehr realistisch. Ja, so sieht das dann halt aus, ne? Naja, das habe ich mir auch mal gedacht. Genau so. Uff. So, die Dinger haben wir jetzt ja gar nicht mehr, ne? Das ist auch das Problem. Manchmal hier ist die Performance manchmal auch nicht so gut. Ja, wir könnten auch mit solchen Sachen bauen. Was kommt denn dabei raus? Er muss jetzt mal den Hammer nehmen. Was gibt es denn für die Türen zum Beispiel? Auch sowas gibt es das auch, ne? Das ist ja. Das sieht ja lustig aus. Ich guck mal, wie die Tür aussieht. Wir haben ja noch ein bisschen davon. Kann ich hier gar eine Tür reinmachen? Verschiebt auch alles hier so komisch. Was ist denn los? Merkwürdige Tür. Aber kann ich gar nicht hier ran machen, ne? Sowas hier. Ach ja, ich muss erstmal. Ach ja, ich glaube, ich brauche erstmal den Bogen, ne? Required to place a door, genau. Ach so. Ich muss mal wieder in den Bereich hier gehen, weil hier alles kreuz und quer liegt. Da können wir nur Woodsticks machen. Ach, Plank Scraps und so geht auch. Welche nehme ich denn mal? Plank Scraps. Was halt nicht. Hallo, wie es aussieht. So muss ich es wieder abreißen. Jetzt weiß ich ja, dass es geht. Ah, das geht auch so. Glaube, das. Geht so einigermaßen, sieht einigermaßen aus. Deine Schrotttür oder was? Ja, ist ja, wenn der Schrott gut aussieht. Fenster gehen natürlich auch noch. Ach, stimmt ja. Ein Steel Door. Hat die denn schönes. Hat die schönen Stil wenigstens. Die haut erstmal alles durch die Gegend hier, ne? Ist auch richtig rum. Das sieht man hier nicht so. Oh Mann! Ja, alles hier, ich hau alles für die Gegend, Mann. Hallo. Naja, geht aber, ne? Wollen die ganz komisch aufmachen. Geht nicht mal langsam oder so. Macht auch kein Geräusch. Naja. Das ist ein bisschen komisch. So, was habe ich denn hier für ein Chaos veranstaltet eigentlich?
Fische habe ich hier durch die Gegend. Die heiligen Fische. Brauchen wir noch. Dass die hier im Sand liegen, das ist sowieso nicht das Wahre. So, das brennt hier auch vor sich hin, aber ich verbrate da alles, ne? Muss ich eigentlich mal ein bisschen weitermachen hier. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen. Sagen, wird schon wieder dunkel oder was? So, dann gibt es hier noch. Ich glaube, mein Hammer, ja. Fenster, Fenster, Fenster. Das ist natürlich auch was man beachten sollte. Ja, die sehen immer so komisch aus. Das ist genauso. Planks, Squares, ich weiß es nicht. Stil, ne? Stil. Fenster mit Stil ist vielleicht am besten mit. Kann man hier doch ja ein bisschen was machen. Da muss ich die andere, da muss ich das wieder abreißen, ne? Ach ja, doof. Kann ich da nicht ranbauen? Hier ist es dann zu. Hier würde ich dann gerne ein Fenster haben. Okay. Das muss ich mal alles hier. Muss ich alles mal hier hinschleppen, oder? Das ist da hinten. Ja, aber schlepp das mal hier hin. Ich sammle das jetzt mal auf. Zack. Heil. Hier noch was rum, nö, ne? Sieht nicht so aus, ne? Außer den ganzen Gedöns hier. Brauche ich denn auch Fenster und sowas? Ja, da muss ich meinen Hammer wieder nehmen. Oh, ist das alles. Nee, es geht, okay. Das ist erstmal kurz im Inventar. Ah, hier so ein bisschen rumspringen ist auch doof, ne? Ah, das ist alles hier so ein bisschen Käse, so. Ah, hier gehört viel Kleinkram zu. Wie viel Zeit das alles in Anspruch nimmt, ne? Es ist schon. Es dauert schon. So, das muss aber auch mal eben ganz kurz sein. Fenster habe ich gar nicht mehr bedacht. Aber klar, muss ja auch Fenster geben. Sollte es zumindest. Aber die müssen auch noch was aussehen, ne? So. Ich sehe das hier schon besser aus, wenn da nicht ein aus der Reihe tanzen würde. So, jetzt gucken wir mal das Fenster an. Mann, das ist alles kompliziert. Ja, die sehen natürlich immer so ein bisschen aus, aber die kann man wenigstens so ein bisschen rausgucken. Immerhin, besser als so, ne? Naja, sieht alles, hier ist so ein bisschen komischer Baustil, sag ich mal. Aber es geht hier nicht anders in dem Game. Es ist realistisch, wenn man gestrandet ist, was man aus den Sachen machen kann, was man so vorfindet, sag ich mal, ne? Aber da wenigstens ein Fenster, okay. Ja, ich mach das wieder ganz toll hier. Da weiß ich auch noch nicht, wie ich das hier machen soll. Sonst muss ich, will ich hier eigentlich noch zumachen. Oder ich mache das hier zu.
Dann mache ich hier noch so ein Fenster hin. Das könnte ich machen. Ich glaube, das sieht fast am besten aus. Sie sehen alle so komisch aus, irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal das. Dann ist hier so der Eingang. Kann man da noch so ein bisschen rausschauen. Also hier kann man nicht so gut bauen. Also wie der Hammer aussieht, die Textur, naja, naja. Also so gut das Meer auch aussieht und alles das Wasser und manche Dinge, aber manche Dinge sehen auch ein bisschen komisch aus. Naja, wie sieht's denn jetzt hier aus? Wir müssen wieder trinken gleich. Und das ist wieder ausgegangen. Na, es kommt dann auch noch zwischendurch. Naja, ich will auch nicht zu viel Dinger hier verbraten. Hier sind wieder ein paar Früchte gewachsen. Hier, ach, nehme ich mal die. Und die. Sieht auch mal komisch aus. Die andere sieht ein bisschen leckerer aus. So. So kann man auch mal sowas hier nehmen, ne? Zack. Nehm einige wieder auffüllbare Kokosnüsse. Vielleicht müssen wir das bald mal gießen, wenn es nicht bald regnet. Das ist ja auch noch die Sache. So, der Mond. Ja, man sieht immer nicht viel. Hier müsste eigentlich auch noch so ein Feuer oder ich weiß es auch nicht. Und da sieht man noch genug. Wenn ich mein Feuerzeug anmache, das kann ich anmachen, klar. Ah, wie soll ich denn bauen? So, mal ganz schön windig scheinbar, wie das so hält. Ja, man kommt hier nicht so richtig voran. Man muss immer überlegen. Ist eigentlich eher so ein Spiel, was man nicht gerade let's playt, aber gut. Hier habe ich ja die Dinger gemacht. Da kann ich ja hier gar nicht zumachen, wenn ich dieselben Dinger da auch machen möchte. Ich kann nur schon mal vielleicht. Guck mal, wenn man das. Was sieht denn, wie sieht das denn alles aus? Komisch. Wenn man mal baut, dann wird es irgendwie heller. Ich kann nur ein bisschen Foundations weiterbauen. Beispiel. So, lassen auch hier direkt weitergehen. Dann kommt da eine Art Terrasse hin. Ja. Jetzt kommen sie schon wieder nicht ran, ja? Der Radius, ich weiß immer nicht, wo der. Ah, wo der Radius ist. Zack. Da siehst du, so viel. So weit kommt man auch nicht mit den ganzen Gedöns hier. Dann brauchen wir noch ein Dach und so. Wie mache ich denn das Dach eigentlich? Mit Floors oder was? Das muss ich mal gerade testen, ohne dass ich es baue. Ja, tatsächlich. Gibt es hier kein richtiges Dach? Wedge Foundation, die sehen da so aus, die komischen Dinger. Und das Wedge Floors, das ist ja alles was anderes hier. Da kannst du ja nur mit Floors bauen. Du kannst auch aus Stahl bauen, ja? Ein Stahldach. Aber will ich das mal gerade testen, wie das aussieht? Ich weiß es nicht. Klappt ja gar nicht, weil hier gar keine. Ach, hier sind gar keine Wände, deswegen klappt das nicht. Toll, fällt das einfach auseinander. Jetzt hab ich schon wieder ein bisschen was verbraten. Ach ja, den Dingstopf habe ich auch noch gar nicht gebaut, ne? Ach, weil ich das gar nicht habe. Stimmt. Was kann man denn da damit machen?
Mehrere Items kochen, achso. Toll, jetzt habe ich. Ja, das könnte vielleicht noch gut sein. Und dann müsste ich hier noch Wände hinmachen, damit es hält. Und dann die Dächer bauen. Und dann kann man die Wände, glaube ich, wieder abreißen. Das müsste ich dann mal testen. Ach, ich erinnere mich von Gronkh damals. Das ist, glaube ich, noch alles so ein bisschen wie früher. Früher war alles besser. Nein, in dem Fall nicht. So, naja. Das ist schwierig alles hier. Das könnte hier dann noch eine Riege weitergehen. Das könnte hier noch ein bisschen in die Breite gehen. Und dann ist hier ja auch eine Terrasse. Die sieht ja schon mal so gut aus, eigentlich. Die kann ja so bleiben. 1, 2, 3, 4. Wieso ist das hier 4? Ja? Ach, da ist es ein breiter. Kann ich eigentlich hier auch bauen noch? Habe ich noch Sticks? Warte mal. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Und hier kann ich nicht bauen, da kann ich aber bauen. Da kann man hier auch von hier oben was reinschmeißen. Hier kann ich leider nicht. Okay. Und hier ist dann die Mitte und da würde dann so eine Art Steg weitergehen. Nur ein breit vielleicht. Und da könnte ich dann so ein paar kleine Zäune ran machen. Ja. Ich weiß nicht, ob man hier noch einen Floor ran machen kann oder so. Florence in den Maschinen oder so. Nein, aber. Keine Ahnung. Die Tür kann ich mal auflassen. Okay, haben wir mal ein bisschen was geschafft. Wo man viel nachdenken muss. Ach so, wie spät haben wir es? Kann man schlafen. So, und das nimmt auch fast immer eine ganze Folge in Anspruch. Je nachdem, ne, wie lange die ist. Speichern. Wie sieht es jetzt aus hier mit. Oh, wir haben ein bisschen Hunger und so. Und natürlich ein bisschen Durst. Nehme ich doch die Früchte des Lebens. Da war das der Anfang der Folge nicht so lief, bin ich dann ja irgendwie beinahe schon tiefenentspannt gewesen für meine Verhältnisse. Als hätte ich gerade meditiert oder so, keine Ahnung. Oh, jetzt müssen wir bald mal wieder, jetzt müssen wir echt gießen. Gießen keine mehr, ne? Nö. Nehme ich mir so ein. Ach so, ist noch voll. Ach so. Das wusste ich nicht. Zack. Können wir noch was trinken? Okay, dann wieder dahin. Ich weiß gar nicht, warum der hier so ein bisschen rumruckelt oder ob ich irgendwas im Hintergrund downloade, eigentlich ja nicht. Naja, okay, so sieht das dann bei Tag aus. Heute oder letzte Zeit hat mein PC auch so einen leichten kleinen Macken. Ich weiß es nicht. Muss er vielleicht mal irgendwann wieder neu installiert werden oder so. Keine Ahnung. So. Das Fenster ist natürlich noch ein bisschen billow, weil hier noch gar nichts anderes ist, aber gut, das kriegen wir noch hin. Naja, okay, dann schauen wir mal, was wir in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall Blumen gießen. Okay. Und Stickies haben wir alle bis auf einen verbraten. Na toll. Zack. Lass jetzt nochmal durchbrennen da. Okay. Das war's für diese Folge Stranded Deep. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüssi.